10 Hinweise darauf, dass das Universum versucht, dich vor etwas zu warnen. Die höheren Mächte sagen Stopp. Sie sind unsere universellen und göttlichen Leuchtfeuer, unsere geistigen Führer und der Funke, der an unserer Seele glimmt. Egal welchen Namen du deinen übergeordneten Instanzen gibst, sie schätzen deine Würdigung und bedanken sich bei dir für dein Vertrauen. Wer glauben kann, wird niemals einsam oder verloren sein in seinem Leben. Wie in jeder Beziehung spielt auch in jener zwischen uns und unseren spirituellen Wegweisern die Kommunikation eine wichtige Rolle. Wir können mit ihnen jederzeit in Kontakt treten, wenn uns danach ist. Doch auch sie melden sich von sich aus hin und wieder zu Wort, wenn die Umstände es erfordern. Die meisten Botschaften von oben sind freudiger Natur. Doch manchmal werden wir auch gewarnt, wenn wir auf dem falschen Weg abgebogen sind oder den falschen Leuten vertraut haben. Die folgenden 10 Hinweise sollen uns warnen, und zwar von oberster Stelle. Nummer 1. Du verlierst schnell das Interesse. Eine absolut smarte Art, uns von der falschen Fährte wegzulocken, ist es, unsere Aufmerksamkeitsspanne zu verknappen. Das Universum lässt unseren Geist offen sein für Neues, das uns manchmal auch ganz hervorragende Optionen bietet. Doch wenn wir schnell das Interesse an neuen Bekanntschaften, Hobbys oder Interaktionen verlieren, sind diese Möglichkeiten nicht die besten für uns. Das, wofür unsere Seele brennen soll, erkennen wir sofort. Ist die Flamme schnell erloschen, haben wir garantiert nicht viel verpasst. Nummer 2. Chaos und Unordnung, soweit das Auge reicht. Du bist immer dann auf dem Holzweg, wenn in deinem Leben sprichwörtlich kein Durchkommen möglich ist. Stapeln sich in deinem Zuhause die Wäsche und der Müll oder wirst du dem Chaos auf deinem Schreibtisch und an deinem Arbeitsort gar nicht mehr Herr, stehen die Zeichen auch hier auf leider Nein. Die äußeren Umstände zeichnen immer ein Bild davon, wie es in unserem Inneren aussieht. Katastrophale Verhältnisse, die dir keine Chance auf einen Überblick mehr lassen, zeigen 1:1 den Tumult und das Verwirrspiel in deinem Kopf. Nummer 3. Schmerzen und Unwohlsein quälen dich. Der direkte Draht nach oben wird durch unsere Seele hergestellt. Sie hält die Verbindung aufrecht und bedient sich dafür unserer Intuition und unserer inneren Stimme. Leider hat die Seele keine lautstarke Möglichkeit, um uns Nachrichten aus der Chefetage zu übermitteln. Sie bedient sich dafür unseres Körpers. Wenn er uns mit Schmerzen und Schlaflosigkeit quält, will sich jemand aus den höheren Sphären Gehör verschaffen. Je schmerzhafter, desto dringlicher ist die Anfrage. Nummer 4. Wichtige Dinge entfallen dir. Ein Alarmzeichen der besonderen Art ist es, wenn gut organisierte und bestens strukturierte Menschen plötzlich wichtige Termine oder Erledigungen vergessen. Wer zeitlebens die Zuverlässigkeit in Personen war und nun Geburtstage, Abgabetermine, Deadlines oder den Kaffee mit der besten Freundin einfach nicht mehr präsent hat, braucht einen Kurswechsel. Eine wichtige Lektion muss wehtun, damit wir sie verstehen. Und wirklich wichtige Ereignisse zu verpassen und somit Menschen zu enttäuschen, fällt definitiv in die Kategorie schmerzhaft. Nummer 5. Ein Problem kommt selten allein. Wer falsch abgebogen ist in seinem Leben, wird sich schon bald in einem Dschungel aus Krisen, Tragödien und Unannehmlichkeiten wiederfinden. Ein Problem jagt das nächste und jede kleine Unstimmigkeit weitet sich im Nu zu einem Flächenbrand aus. Das Universum wirft dir auf diese Weise Knüppel zwischen die Beine. Du sollst nicht darüber stolpern und dir wehtun, sondern stehen bleiben und einmal tief durchatmen. Was ist wann falsch gelaufen in letzter Zeit? Welche Entscheidung war offensichtlich so verkehrt, dass nun alles zeitgleich in die Brüche zu gehen scheint? Nummer 6. Es fällt dir schwer einzuschlafen. Neben den bereits erwähnten Schmerzen ist Schlafentzug eine beliebte Methode der höheren Mächte, um uns überdeutlich auf suboptimale Verhältnisse aufmerksam zu machen. Körperlich, seelisch und
emotional sind wir vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten und diesem ungemütlichen Zustand sollten wir auf den Grund gehen. Nummer 7. Du bist von Streit und Zwietracht umgeben. Das Leben läuft geschmeidig wie ein langer, ruhiger Fluss, wenn alles bestens ist. Haben wir jedoch aufs falsche Pferd gesetzt, löst dieser Entschluss einen regelrechten Shitstorm in unserem Umfeld aus. Alle sind plötzlich gegen uns und jeder fühlt sich angegriffen, geringgeschätzt oder falsch verstanden. Wo früher ein Zusammensein in Harmonie und Einklang war, ist dein Alltag zu einem Kriegsschauplatz mutiert. Nummer 8. Schwarze Katzen überall. Wer an schlechte Omen glaubt, wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn das Universum oder Gott erst einmal ihre Stoppoffensive gestartet haben. Alle Zeichen sprechen dafür, dass jemand etwas dagegen hat, wie wir derzeit leben. Nummer 9. Dein Bauch sagt deutlich Nein. Wir sollten insgesamt öfter auf unseren klugen Bauch hören. Er arbeitet eng mit unserer Intuition zusammen und weiß viel mehr, als wir denken. Wenn ein flaues Gefühl in der Magengrube zu deinem ständigen Begleiter wird, ist es höchste Zeit für einen Kassensturz. Eine richtige Entscheidung erkennen wir daran, dass wir es tief in unserem Inneren einfach wissen. Es passt, sitzt und hat Luft. Zweifel bedeuten grundsätzlich immer Nein. Und dasselbe gilt, wenn unser Bauchgefühl von einem Vetorecht Gebrauch macht. Nummer 10. Du kommst ständig zu spät. Ähnlich wie das Vergessen von wichtigen Dingen ist auch das Zu-Spät-Kommen die reinste Folter für verlässliche Menschen. Es sieht ihnen sogar nicht ähnlich, die Zeit völlig aus den Augen zu verlieren. In Wahrheit haben sie eher sich selbst aus diesen verloren und sind auf einem Pfad unterwegs, den das Universum nicht für gut befindet. Wenn du den Wettlauf gegen die Uhr permanent verlierst, solltest du den Überblick über dein Leben zurückgewinnen. Unser heutiges Fazit: Kehr um, bevor es zu spät ist. Egal, ob du auf dem Holzweg oder dem falschen Dampfer unterwegs bist, das Universum hat ein Auge auf dich und hält dir den Rücken frei. Bevor du sehenden Auges in die Katastrophe schlitterst, baut es zuverlässig Hindernisse auf, die dich vom eingeschlagenen Kurs abbringen sollen. Natürlich kannst du schlauer sein wollen und sie ignorieren, doch besser fährst du, wenn du auf diese Zeichen achtest. Der richtige Weg zeichnet sich immer durch einfaches Vorwärtskommen aus. Der falsche wird von Dornen gesäumt, Abgründen durchzogen und von Barrieren blockiert sein. Ist es richtig, ist es leicht. So einfach ist das. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.